Willkommen zurück zu Mirage. Wir machen jetzt die Mission Richter und Henker. Mein Vater sagte einst, das Wesen eines Mannes offenbart sich jenen, die unter ihm arbeiten. Diese Richter müssen den Statthalter besser kennen als andere. Ich bin gespannt, was wir jetzt erleben dürfen. So, das ist verschlossen. Hier ist eine Kiste zum Sammeln. Der Mann verbreitet Gerüchte so schamlos wie ein Zug. Aber hier können wir den Kollegen retten. Ist auf jeden Fall alles noch öffentlich zugänglich. Das ist sehr schön. So. Sei gegrüßt. Sehr schön. Sag, dürfte ich dir vielleicht ein paar Fragen zu Statthalter Muhammad ibn Tahir stellen? Ich werde nicht unterbezahlt, um Fragen zu beantworten. Ich schlage vor, du gibst mir einen Anreiz, sonst... Würdest du dieses Zeichen der Wertschätzung eines einfachen Bürgers annehmen? Als Anzahlung, ja. Ich diene der Gerechtigkeit und verhindere sie nicht. Nimm das Geld. Also, was weißt du über den Statthalter? Er wird gefürchtet, geachtet, hat sich ganz Recht und Ordnung verschrieben. Das ist alles, was du weißt? Du arbeitest hier. Und Muhammad ibn Tahir hat einen Sitz am Gericht. Am Shorta Gerichtshof, nicht am Masalim. Aber er hat Spitzel hier. Jeden Mittag eilt einer von ihnen zu ihm. Und nun, guten Tag. Müssen wir wieder warten. Also doch. Gute Bote. Dieser Bote könnte mich zur Arbeitsstätte des Statthalters führen. Und zu den Geheimnissen, die es dort geben mag. Übergabe für Beweise. Socken. Ich denke, wir dürfen auch nicht entdeckt werden, wie in solchen anderen Missionen halt auch. Auch von Dach zu Dach bewegen, dass wir uns anstrengen. Solange es noch so geht, machen wir das noch so. Über die ganze Stadt laufen. Alles gut?
können den so leicht umbringen. Okay, geht da rein. Niederlang geht. Lohnt sich der Balben? Ja. Okay. Natürlich muss er dann so ein bisschen Dinger gehen. Da Luis warte mich immer, dass ich vor der Schorter enden würde. Wer hätte gedacht, dass ich freiwillig reingehe? Hm. Ja, die Arbeitsstufe. Vor uns kann sich nichts verstecken. Ist ne... Also, los. Hier ist ein Schlüssel, das ist schon mal gut. Dann steht auch gerne die Kiste. Wir nehmen jetzt die Häuser in Beschlag. Das wollte ich auch mal machen. Ey, wirklich, den du hier mit dem Musch noch mal anquatschen. Hallo! Das ist so verpackt, das Spiel. Ich habe einen guten Jagdauftrag. Wir folgen deinem Befehl. Geh einfach voran. Nieder mit dir! Scheiß dir in die Hose, was? Alter, so. Lass das! Komm schon! Das überlebst du nicht! Ja, von den Stunden jetzt, ja. Kriegen die Waffen klein? Ja, schöner Trache! Wie langsam! Erbärmlich! Nein! Schon gut gemacht. So. Mein einziges Verbrechen ist, dass ich arm bin. Du, liebe Freund. Bitte. Hab der Riesen, sei Allah. Möge Allah dich schützen, Sadiki. Lange plagst du die Welt nicht mehr. Hilfe! Was ist denn? Logisch. Verstanden! Das ist echt gut. Mach den Möbel! Kein Risiko! Verstanden! Halt cool, dass die Boys gleich rausrennen und hier alle Alarme auslösen, den ganzen Alarm. Du. Hier oben ist was. Die Kiste ist auch hier oben. Was ist denn hier?
Wir machen es erstmal so hoch. Nun kannst du ruhen. So. Und jetzt alle drüber, so wie schon mal das hier. So, noch jemand? Steht jemand an uns, das bist hier. Bist du? Ah, Muhammad ibn Tahirs Wirkungsstätte. Der Statthalter behält die Aufständischen im Auge und die Verborgenen. Sind Leon hier, das ist irgendwie jetzt scheiße geworden. Meer, Wüste, Kobra, Taube. Er scheint ein Bewunderer der Dichterin Arib zu sein. Die Taharian stimmten auf Bitte des Statthalters zu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Die Verborgenen wurden hintergangen. Das hat sie jetzt nie mitgenommen, oder was? Jetzt einen Bug? Ne, gut, hier ist noch ein Brief. Wer kommt jetzt hier rein? Na moin! Sag deinen Meistern, dass ich Kopien anfertigen ließ. Zerreiß das Papier, töte mich. Die Abmachung steht. Meine Meister? Die maskierte Verschwörung, der Orden von... auch egal. Dienst du ihnen nicht? Dienst du ihnen denn nicht? Ich diene dem Kalifat. Ich diene Allah. Und ich tue es, ohne mein Gesicht zu verstecken. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Hier? Warum gabst du Wasif At-Tulki Befehle? Einem Mitglied des Ordens? Der Hitzkopf schürte das Feuer von 1000 Aufständen. Allah sei Dank ersparte mir jemand den Aufwand, ihn zu beseitigen. Ein Verborgener, wie ich hörte. Bist du es, dem ich danken sollte? Ich habe deine Briefe gelesen. Du zwangst deine Vettern dazu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Du hast uns an unsere Feinde verkauft. Und Bagdad den Frieden gesichert. Die Quittung hast du dir bereits genommen. Abu Abdullahs Treue schwur? Was hat er mit irgendwas davon zu tun? Sein Ehrgeiz hätte das Kalifat zerrissen. Ich bot dem Orden Alamut an und sie versicherten mir, uns nicht länger zu bedrohen. Lässt ein Wolf los, um einen Fuchs zu fangen? Der Orden wird Bagdad in Brand setzen, Statthalter! Die Nachwelt wird dich dafür verurteilen. Die Nachwelt kann mich dafür hängen. Ich verlasse diese Welt in dem Wissen, dass Kompromisse Mut erfordern. Und auch Feigheit. Wie alt bist du? 20? Ich war etwa in deinem Alter, als ich in diese Stadt kam. Rechtschaffen durch und durch. Was geschah dann? Ich wurde erwachsen. Wenn du Alamut wirklich retten willst, wende diese Klinge gegen deine Feinde. Gib mir einen Namen. Mit wem hast du diesen Handel geschlossen? Ich könnte, aber wenn du versagst, sterbe ich. Und das möchte ich vermeiden. Ich habe nun zu tun, nichts für ungut. Wache! Moin. Und so endet der Tag doch damit, dass ich vor der Schorta fliehe. Zum Statthalter!
war das? Es kam von dem Heuhaufen. Vorsichtig. Durch maximales Fallungslevel. Jetzt schauen. Machen wir die zwei weg. Er läuft hier frei herum. Dafür bezahlst du, du Schlange. Nein. Muss man schlucken können. Das ist wirklich. Ordensmitglied oder nicht, Statthalter Mohammed ist kein Freund der Verborgenen. Ich weiß genug über meine drei Verdächtigen. Es ist Zeit, Roshan um Rat zu bitten und das ein für alle Mal zu beenden. Du, die Mission Richter und Henker haben erfolgreich abgeschlossen. Und ja, mit einem letzten Ratschlag machen wir im nächsten Video weiter. Bis dahin.